Hallo, meine Lieben, ich habe heute ein Rätsel für euch und zwar ist es City of Glasses, der dritte Band der Chroniken der Unterwelt von Cassandra Clare. Und dieses Büchlein ist im Arena, Büchlein, gell? Dieser Schinken ist im Arena Verlag erschienen, kam 2013 raus und hat 717 Seiten. Und es ist der dritte Band einer sechsteiligen Reihe, nämlich ja, die Reihe Chroniken der Unterwelt hat ja sechs Bände. Dann gibt es ja noch die Schattenjägerreihe, oder? Wie hieß die Schattenchronik? Wie hieß die Reihe? Chroniken der Schattenjäger, so. Genau. So hieß diese andere Reihe. Das ist ja sozusagen die Spin-off-Reihe zu dieser Hauptreihe. Und ich kann jetzt sozusagen nach diesem Band, kann ich den ersten Band der Schattenjäger. Nein. Oh, jetzt habe ich es schon wieder vergessen. Ich bringe das immer durcheinander. Doch, der Chroniken der Schattenjägerreihe lesen. Den ersten Band, nämlich Clockwood Angel, kann ich nämlich jetzt nach diesem Band lesen, ohne mich zu spoilern. Und hier geht es natürlich immer noch um Clary. Doch, Clary. Und sie ist natürlich immer noch als Schattenjäger. Nee, als. Doch, Schattenjäger. Unterwegs und das Abenteuer geht natürlich weiter und ich will jetzt nicht großartig spoilern, aber diese Fantasy-Reihe ist richtig gut. Nur ich muss sagen, ich kann natürlich nicht so viel von einer Reihe lesen wie manch anderes. Es gibt ja welche von euch, die lesen den ersten Band einer Reihe und lesen dann gleich alle anderen Bände danach. Das kann ich nicht, weil sonst wird mir diese Reihe langweilig. Ich kann das nicht, weil so wie ich es jetzt die Reihen lese, so finde ich es gut und ich finde, so behalte ich diese Spannung weiter. Wenn ich jeden Monat ein Band von dieser Reihe lese, weiß ich, oh cool, ich kann mich jetzt wirklich freuen, bis ich den nächsten Teil lese und da ist diese Spannung noch da. Und wenn ich aber alles so, sage ich jetzt mal so, in einen Rutsch weglese, finde ich, wird eine Reihe für mich langweilig, weil dann weiß ich, jetzt wieder so einen dicken Klopper aufschlagen und jetzt geht's schon wieder weiter. Und dann nervt mich das und ich finde auch, die Protagonisten gehen mir dann langsam so auf den Keks, wenn ich das aber immer so stückchenweise mache. Klar, so bleiben mir nicht alle Details hängen von Band zu Band, aber das Grobe von der Story bleibt mir hängen und ich kann mich dann wieder wundervoll reinversetzen und weiß beim Lesen schon wieder, ah, okay, stimmt, das und das und das ist passiert, weil immer so ein kleiner Rückblick vom Band davor oder überhaupt allgemein von diesen Bänden davor immer so ein kleiner Rückblick nochmal unterschwellig zu lesen ist, finde ich richtig genial. Und so bleibt für mich auch die Charaktere spannend, weil ich mir ist das jetzt aufgefallen, wo ich diesen Band jetzt gelesen habe. Ich habe an einigen Stellen wieder gewusst, okay, da hat mich diese Clary als Hauptprotagonistin so genervt, kurz so, also sie hat mich wirklich kurz genervt. Und wenn ich mir vorstelle, ich hätte diese drei Bände am Stück hintereinander gelesen, dann hätte ich die, glaube ich, schon nach dem zweiten Band so gehasst, dass mich die so genervt hätte, dass ich die Reihe abgebrochen hätte, beziehungsweise überhaupt erstmal stillgelegt hätte für was weiß ich, wie viele Monate, Jahre oder was, wie auch immer. Und so bleibt halt dieses Spannende und diese Jagd und dieses Ganze so richtig krass erhalten für mich. Und jedes Mal denke ich mir, ah, jetzt hast du dir wieder so einen Schinken ausgesucht. Aber dann fange ich an und ich bin wieder mittendrin und ich fliege förmlich wieder so über die Seiten. Und ich finde auch diese Aufmachung von dem Buch richtig genial, weil es ist, ich zeige es euch einmal, vorne, es gibt ein Inhaltsverzeichnis wie in jedem. Und dann ist es halt in Teile. Teil 1, Teil 2, Teil 3 und so weiter. Ja, halt drei Teile plus Epilog aufgeteilt. Und in jedem Teil gibt es unterschwellige Kapitel. Und diese Kapitel sind mit Zahl und Wort beschriftet. Also doppelt gemoppelt. Und zum Beispiel hier. Kapitel 2 und dann steht halt die Überschrift da. Und das finde ich halt auch wieder toll gemacht. Oder zum Beispiel blättern wir mal zu so einer Kapitelübersicht. Jetzt bei dem ersten, da steht Kapitel 1, dann die Überschrift, was Kapitel 1 ist. Und dann steht da ein Spruch, ich glaube aus der Bibel ist das sogar. Hiob ist, glaube ich, Bibel. Ja, doch, ich glaube. Kann sein. Also auf jeden Fall ist es aus Hiob
5,7. Doch, das ist die Bibel. Fünftes Kapitel, Vers 7. Ist das dann so ein Vers da? Finde ich richtig toll immer gemacht. Und das ist bei jedem Abschnitt. Ich habe nur die Abschnitte nicht im Gedächtnis. 295. Und finde ich richtig toll gemacht, diese Aufmachung. Die ist wirklich in jedem Buch zu finden. Und hier ist zum Beispiel auch, hier ist zum Beispiel ein Zitat aus William Shakespeare. Und teilt also im zweiten Teil. Und richtig toll. Also es sind halt immer aus verschiedenen Büchern oder Werken, je nachdem, sind halt diese Sprüche oder Zeilen oder finde ich richtig toll gemacht, gefällt mir richtig gut. Und auch diese Fantasy-Elemente mit diesen Wesen und diese Jagd mit diesen verschiedenen Dämonen oder diese Schattenwesen, richtig, richtig geil einfach nur. Und mir wurde jetzt auch gesagt, auf Netflix gibt es eine Serie, die basiert irgendwie auf diese Buchreihe. Und ja, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und die werde ich mir definitiv angucken. Aber ich dachte, die wurde jetzt mit Staffel 4 oder 5 abgesetzt oder so. Weiß nicht mehr. Irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht mehr, wie diese Netflix-Serie hieß. Und ja, also wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben. Ich habe es mal gelesen, ich habe es mir auch irgendwo notiert, aber ich habe jetzt gerade keinen Plan mehr, wie diese Netflix-Serie heißt, die auf diese Buchreihe basiert. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich werde aber diese Serie erst anfangen, wenn ich diese komplette Reihe, also halt auch Chroniken der Unterwelt und Chroniken der Schattenjäger, genau, jetzt habe ich es, beendet habe, erst dann werde ich diese Serie anfangen, weil ich nicht weiß, wie das mit den Staffeln ist. Ich weiß auch nicht, wie es mit den einzelnen Folgen ist, wie das genau aufgeteilt ist, weil ich glaube schon, dass drei Folgen ein so ein Band ist, kann ich mir gut vorstellen. Aber wie gesagt, ich weiß es halt nicht und deswegen will ich halt erst diese komplette Reihe beenden, bis ich halt dann diese Netflix-Serie mir angucke. Und ja, ich gucke ab und zu Netflix. Ich habe ein paar Serien da angefangen, aber ich gucke aber auch dort Filme. Und aber ich habe halt, wie gesagt, angefangen. Ich habe noch eine einzige habe ich bis jetzt beendet, aber das war... Nee, zwei habe ich inzwischen bei Netflix beendet, aber die habe ich in einem Rutsch durchgeguckt. Das heißt, die habe ich wirklich in 1 bis 2 Tagen komplett angeguckt. Ich habe wirklich in diesen Tagen dann nichts wirklich gemacht, außer gegessen und Netflix angeguckt und ab und zu auf dem Klo gewesen und halt, was man halt so macht. Aber halt, ich habe halt wirklich nichts anderes gemacht. Ich habe nichts gelesen. Und ich war auch nicht draußen oder sonst dergleichen was. Ich war dann wirklich nur 2 Tage am Stück oder 3, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall war ich so, wirklich so lange am Stück vor dem Fernseher, bis ich diese Serie durchgesuchtet hatte. Aber das war auch notwendig, die waren richtig gut. Aber dazu kann ich ja separat nochmal ein Video machen. Aber nichtsdestotrotz, diese Serie fange ich erst an, wenn ich die Buchreihe beendet habe. Okay, meine Lieben, das war's von mir. Ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!